Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei The Sims 2. So, wir sind wieder bei Familie Blümel. Und das ist keine gute Idee, was du da jetzt machst. Das ist absolut gar keine gute Idee. Hör auf zu duschen, bitte. Mach das später, wenn du fertig gekocht hast, bitte, weil sonst brennt dir dein Kochessen an. Falls das nicht eh schon gleich passiert ist. Naja, noch geht's. Ah, okay, hier essen. Nee, jetzt noch nicht. Okay, so, Reste weglegen. Jetzt kannst du von mir aus aufs Klo gehen und duschen. Und dann kannst du hier ein bisschen, genau, malen, damit du hier auch was zum Geld verdienen beiträgst, damit wir hier auch bald einen Ausbau starten können für unseren lieben Jungen. Und zwar für Hans, glaube ich, heißt er, oder? Genau, Hans Blümel. So. Also ich glaube, dass sie schwanger ist. Ich bilde mir schon ein. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher. Das ist schon wieder eine Woche her, als ich das aufgenommen habe. Ah ja, übrigens, da ich ja nicht nur ausschließlich Sims im Allgemeinen, also ob das jetzt Sims 2, Sims 3, Sims 4 ist, aufnehmen möchte in der Woche, sondern auch hier und da mal andere Spiele wie The Witcher, The Witcher 2, 3 oder Tomb Raider in irgendeiner Form oder auch World of Warcraft. Habe ich mir gedacht, da ich ja von der Zeit her nicht ganz so viele Clips immer aufnehmen kann, weil ich ja doch auch berufstätig bin, werde ich jetzt nicht 4 Folgen die Woche Sims rausbringen, sondern halt immer nur 2, auch von der Baby-Challenge immer nur 2. Weil damit gelingt es mir, dass ich halt ein bisschen mehr Zeit auch zusammenbringe, dass ich auch die anderen Spiele hier aufnehmen kann und ja, das Ganze halt nicht in, also für mich nicht in Stress ausartet, weil immerhin möchte ich persönlich auch Spaß dabei haben und es soll euch natürlich auch ersichtlich, also für euch soll es natürlich auch ersichtlich sein, dass ich Spaß daran habe und ja, gut, das, okay, ja, sie ist schwanger. Wir sehen es gerade. Ja. Okay, mal weiter, bitte. Was haben wir da jetzt? Frieda hat heute einen Schulfreund mitgebracht. Und wen? Wissen wir nicht. Hallo, Frieda. So, wie geht's dir denn? Du hast Spaß, du kannst gleich mit deinen Hausaufgaben machen. Du schaust gerade zu, dass du Spaß hast, Doris. Das ist auch sehr gut. Das ist ausgezeichnet. Ich weiß, also ich persönlich weiß, dass ich schon mal gesagt hatte, ja, ich möchte nicht nur so wenige Folgen machen in der Woche, weil da habe ich das Gefühl, dass ich nicht weiterkomme. Das ist schon klar. Mal gucken, ob ich dieses Gefühl jetzt dann auch wieder beschleichen wird. Ich habe keine Ahnung. Weil, ja, es wird dann halt auch weniger sein und weniger schnell, aber eigentlich muss mir das auch egal sein. Oh nein, Doris hat einen Pickel. Wieso hat sie einen Pickel? Doris hat heute frei. Wunderbar. Schau, du hast jetzt eh schon deinen Spaß auf Vordermann gebracht. Mach hier mal so deine Hausaufgaben. Ich finde es voll witzig, dass die da draußen Schlambada tanzen. Slumbada. Keine Ahnung, wie das heißt. Der Tanz. Ich hab's vergessen. So, was haben wir denn da? Wen haben wir denn da? Edeltraut Flux. Edeltraut Lux. Okay, hier. So, wir haben hier Elisabeth Schreiber. Elisabeth Schreiber. Frieda. Handrang. Okay, dann gehen wir eben schnell hier aufs Klo. Und dann kannst du hier mit ihr ein bisschen reden und plaudern. Und über Hobbys reden, wie zum Beispiel Kunst und Handarbeit, Musik und Tanz. Musik und Tanz ist vielleicht ganz gut, weil die eine jetzt gerade, was sie eben gerade getanzt hat,
und vielleicht auch über Fitness, genau. So. Dann, so, Natascha, wie geht's dir? Es geht, gell? Du malst ziemlich langsam. Das ist halt Mist. So. Hans ist wirklich gut in der Schule. Sehr schön. So, Reste nehmen. Und zwar Toastbrot, bitte. Weil wir müssen dich dann demnächst ins Bett schicken. Hans, okay. Wunderbar, wunderbar. So, was hast denn du eigentlich hier? Körperlogik, Kreativität? Okay, du tust es hier ein bisschen üben, gell? Du brauchst auch wieder Spaß. Du übst hier jetzt ein bisschen. Leise lachen. Warum? Warum lachst du deine Mutter aus? Was jetzt noch fetter geworden ist oder was? Das sieht man gar nicht so, wa? Dass sie generell auf der dicken Seite ist. So, dann hebst du mal ab, bitte. Hey Frieda, kann ich Hans sprechen? Ja, bitte, gerne. Natürlich kannst du Hans sprechen. Hier, du hast Telefon. Hey Frieda, magst du mich nicht mehr? Ich habe schon eine Ewigkeit nichts mehr von dir gehört. Oh, Georg Wirz. Hallo Katze. Ja, was ist denn los, Spazi? So, okay. Ich sehe gerade, ich werde diese Woche doch nochmal von der Baby-Challenge drei Folgen machen, damit ich einfach eine gerade Zahl habe, weil ich hasse das, wenn ich keine geraden Zahlen habe. So, was ist mit dir? Hast du noch Hunger? Jetzt habe ich mein Display, also meinen Monitor extra höher gestellt und die Katze steht trotzdem immer im Weg. Okay, genau, du gehst schlafen, das ist schon mal ganz gut. Du hast Hunger. Warte mal. Och, Katze, muss das beim Mikrofon sein? Komm her, leg dich hin. Hinlegen, aha. So. Du spielst jetzt noch ein bisschen weiter. Was ist mit dir? Du kannst auch was essen, gell? Och, Katze. Du bist so richtig nervig ab und zu, weißt du das? Ja. So, Frieda, dann kannst du mal Georg einladen, bitte. Sim. Toll. Du bleibst jetzt da liegen. Liegen bleiben. Ja. So, du kannst dann hier auch. Kann ich einen Freund mitbringen? Nein. So, Reste nehmen. Was ist mit dir jetzt? Also, du spielst immer noch. Tolle Idee. Ich komme sofort. Okay. So. Du? So, wir reden gerade. Aha, er war gerade bei der Arbeit oder so, oder muss er zur Arbeit? Hier, Georg begrüßen, bitte. Ja. Ja, mein Licker. Hier, küssen, erster Kuss. Flirten, umgarnen, anmachen. Okay, nee, das möchte ich eigentlich alles gar nicht. Vorschlagen, übernachten. Ey, Katze, ist das jetzt dein Ernst? Flackt sich da voll auf die Tastatur drauf. Ich glaube, es hackt. So, du brauchst weitaus besseren Spaß auf alle Fälle. Benutzen. So, Ivan, wie geht's dir? Harndrang, Spaß, alles Mögliche. Okay, dann geh mal tanzen, bitte. So, also falls das mit dem Mikrofon jetzt hier etwas laut ist, tut's mir außerordentlich leid. Ach, die hat jetzt einfach mal einen Kuchen fertig gegessen. Okay. Ach Gott. Tanz erstmal ein bisschen. Harndrang.
Genau, du räumst das weg. Kannst du hier irgendwas machen? Nee, warte mal, du gehst dann mal hier hoch. Und ja, überprüfst dann Aussehen und dann verwendest du 50.000 Mal die Akne-Creme, bitte. Immerhin wollen wir ja haben, dass du hübsch bist. So, was machen wir hier? Ball werfen. So, wie ist die Beziehung? Naja, die soll erstmal freundschaftlich bleiben, die Beziehung. Wer ist das? Vicky Kaufmann, okay. So, du hast hier deinen Spaß, das ist sehr gut. Dann gehst du nämlich erstmal hier benutzen und dann duschen. Ja, ich weiß. Aha, Harndrang und Hygiene. Du warst eh auch nicht auf dem Klo, das finde ich super. So, eine Freundin von mir sagt eh, sie ist so froh, dass ihre Katze nie auf dem Tisch war. Meine Katze ist aber im Normalfall auch gar nicht so extrem nervig, weil eigentlich legt er sich hin und ich kann ihn nebenher streicheln. Aber heute ist er irgendwie, weiß ich nicht, ziemlich nervtötend. So, was ist mit dir? Doris, okay, du relaxst hier ein bisschen. Harndrang, okay, nee, warte mal. Du gehst mir eben benutzen und dann kannst du hier zusehen. Oder kannst du nicht mitmachen? Ja, okay, warte mal dann. Dann gehst du einfach mal hier zusehen. Alter, was ist mit dir? So, du, wir werden jetzt hier nochmal Reste nehmen. Ah, kleiner Mann. Ach, du brauchst Spaß. Das ist natürlich blöd, gell? So, was ist mit dir jetzt? Genau, was? Du willst kein Baby bekommen? Du bist schlecht. Das ist ganz schlecht. Das ist ganz schlecht. Ah, so, du bist ausgeschlafen. Ja, das finde ich toll. Mama, dann kannst du vielleicht deinem Kind hier ein bisschen helfen. Was macht er denn jetzt genau? Du gehst jetzt schlafen? Nein. Um Hilfe bitten, Natascha. Hilf mal bitte deinem Kind ein bisschen bei den Hausaufgaben. Das wäre, glaube ich, eine ganz, ganz gute Idee. So. Dann, Doris, was machst du denn da? Immer noch zugucken. Okay, warte mal, Doris, du machst hier mal ein bisschen sauber. Dann du, genau, du machst hier dann einfach mit, wie wär's? Wenn du dann deine Hausaufgaben fertig gemacht hast, das kannst du hier... Nein, 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 nein! Willst du nicht? Ordentlich extrovertiert, keine Ahnung, okay. So, dann wirst du jetzt erstmal hier töpfern einmal, bitte. Was macht denn ihr da für einen Scheiß? Händeklatschen spielen, okay. Wie wäre es, wenn wir uns jetzt hier oben einfach mal entspannen und uns zusammen unterhalten? So, und dich bitte ich einfach mal hier mitzumachen. Okay, du stinkst jetzt auf einmal. Elisabeth bitten mitzumachen und dann Georg Wirtz bitten mitzumachen. Und nein, ich möchte nicht irgendwie irgendetwas hier machen oder... Was lernt ihr denn? Keine Ahnung, was ihr lernt. So, und zwar küssen, warte mal, Georg bitten mitzumachen, ein Kochpunkt. Oh, wow, okay. Ja, kochen wäre eigentlich auch nicht schlecht, wenn ich bei den beiden irgendwie ein bisschen hochbekomme. Ah, okay, warte mal, genau, ich wollte ja eigentlich auch noch einen Job suchen, aber den brauche ich ja erst, genau, erst Geschäftsmanagerin, Wirtschaftskarriere. Da muss ich natürlich was suchen. So.
Erster Kusch kuscheln, sich verabschieden. Unterhaltet euch einfach. Einfach unterhalten. Das ist, glaube ich, das Beste, was ihr machen könnt. Harndrang, Hygiene. Ich glaube, du kannst hier dann mal die Sachen hier... Oh, er bekommt auch einen Kochbund. Und er bekommt... mehr oder weniger Spaß. Ich glaube, ihr müsst umschalten. Film ansehen. Grusel, Kinder, Familienspaß. Okay. Machst du da jetzt mit oder nicht, Elisabeth? Okay. So, Natascha macht wieder mal alles kaputt. Macht nichts. So, du hast jetzt dann aber bald deinen letzten Punkt. Ja, deinen letzten Punkt von Charisma. Das ist wunderbar, Logik. So, wie geht's euch beiden? Ihr unterhaltet euch noch immer. Das ist sehr schön. Okay. Tschüss. Ja, tschüss. Okay. So, entspannen. Du hast deinen Charisma-Punkt bekommen. Du wirst jetzt hier mal die Dinge reinigen und... Ah, okay, jetzt sieht man. Wenn sie steht, sieht man das schon, dass sie eine dicke Schwangere ist. So, du hast deine Charisma-Punkt. Das ist sehr schön. Oh, okay, Spaß hast du jetzt auch bekommen. Das ist auch sehr schön. Dann würde ich sagen, du gehst jetzt mal schlafen. Was ist mit dir? Du kannst jetzt, warte mal... ausschalten bitte und hier Reste nehmen. Was passiert, wenn wir hier kuscheln? War sie hier so pickelig? Oh. Oh, schau. Oh, warum? Er hat sich voll verliebt in sie. Oh, echt jetzt? Und sie hat sich erst verknallt in ihn. No. Okay. Ich wäre dafür, dass ihr euch jetzt erstmal verabschiedet. So, und dann Aussehen überprüfen, Aknecreme verwenden, 50.000 Mal duschen und dann gehst du bitte schlafen. So. War der jetzt schon ein Kuss dabei, oder was? Du räumst dann auf. Er schläft schon. Und was ist mit dir? Du brauchst noch Spaß. Normalerweise macht dir ja das Schachspielen auch gleichzeitig Spaß. Weil dann haben wir gleich zwei Fliegen mit einer Klatsche. Einmal dein Logikpunkt, was du noch hochbringen musst. Und dann noch dein Charisma, also dein Spaß, den du hochbekommen sollst, irgendwie so ein bisschen. So, genau, du möchtest eh Schach spielen. Werden die Überflieger, okay. Ja, es dauert noch ein bisschen. So. Du gehst dann schlafen, das ist sehr gut. Du duschen. Ah, okay, doch, du musst duschen. Aber geh hier oben duschen. Und dann gehst du schlafen. Schließlich hast du dein eigenes Badezimmer. Ich meine, hallo? Wer hat denn sonst noch sein eigenes Badezimmer? Hm, die Frage ist nur, was kriegt Natascha jetzt dann nochmal? Oh, die Dusche ist ja auch im Arsch. Okay, warte mal. Wenn du dann hier deinen Spaß voll hast, hast du auch gleichzeitig noch einen... Logikpunkt bekommen, dann reparierst du hier noch die Dusche und dann kannst du von mir aus schlafen gehen. Das ist dann, glaube ich, eine ganz gute Idee. So, und wer ist es da draußen? Ist das ein Wolf? Der jammert volle Wäsche rum. Gut. So, du hast jetzt einen Logikpunkt bekommen. Ja, der Spaß reicht auch schon. Gut, dann würde ich sagen, ich mache hier jetzt erstmal wieder einen Cut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin erstmal.
Ciao, ciao.